Herzlich willkommen bei Inferno Education. Mein Name ist Niklas alias The Nightglow und heute reden wir über den Kompressor. Der Kompressor ist dafür da, um die Lautheit eines Signals zu erhöhen. Dies erreichen wir durch Verringerung der Dynamik eines Signals. Dynamik ist der Unterschied zwischen den leisesten und lautesten Elementen eines Signals. Ein Kompressor verringert die Dynamik eines Signals. Dadurch kommt das subjektive Gefühl, dass das Signal lauter wird. Es gibt verschiedene Parameter, die wir bei einem Kompressor einstellen können. Der erste ist der Threshold, der Schwellwert. Hier bestimmen wir, ab welchem Pegel der Kompressor anfängt zu arbeiten. Ist der Schwellwert relativ human eingestellt, dann brauchen wir einen relativ hohen Pegel, dass der Kompressor anfängt zuzupacken. Wir können den Threshold auch so einstellen, dass schon ab einem geringen Pegel der Kompressor anfängt zu pumpen. Die Ratio beschreibt jetzt nun, um wie viel, also um welchem Verhältnis, die Lautstärke reduziert wird ab dem Schwellwert, den wir eingestellt haben. Das sorgt dafür, dass laute Signalanteile leiser gemacht werden. Um wie viel leiser, das können wir jetzt mit dem Ratio klären. Eine hohe Ratio wäre, also die höchste Form, unendlich zu 1. Jetzt hätten wir einen Limiter. Die Kombination aus Ratio und Threshold sorgt für eine harte oder eher weiche Kompression. Wir müssen jetzt noch den Pegel anpassen. Dies passiert durch den Make-up Gain. Make-up Gain zu Deutsch, mach Hochregler. Haben wir jetzt den Pegel auf den Eingangspegel ausgerichtet und sind die Spitzenpegel des Eingangssignals und des Ausgangssignals identisch, dann können wir jetzt einen AB-Vergleich wagen. Wir haben jetzt das Gefühl, dass der Sound, der nach dem Kompressor kommt, etwas lauter wirkt. Wiederholung, dies geschieht, weil leisere Signalanteile nach oben gehoben werden, dadurch, dass laute Signalanteile weggenommen werden. Es gibt noch weitere Parameter für einen Kompressor, die wir benutzen müssen, um den Kompressor für seine Anwendungsmöglichkeiten anzupassen. Hier fallen mir vor allen Dingen die Attack und die Release Time ein. Was bedeutet der Attack? Wenn der Schwellwert jetzt überschritten wurde, sagen wir dem Kompressor, hey, du sollst jetzt zwar arbeiten, aber warte noch ein bisschen. Release Time bedeutet, okay, der Schwellwert ist unterschritten, du sollst jetzt aufhören zu arbeiten, aber mach ruhig noch ein bisschen weiter, bis du aufhörst. Wofür brauchen wir das? Anwendungsbeispiel Kickdrum. Oder aber Instrumente, die einen relativ harten Anschlag haben, wie zum Beispiel das Klavier. Dieser harte Anschlag entsteht durch laute Transienten, die wir hören. Diese Transienten würden aber durch eine Kompression weggenommen werden. Das Signal würde insgesamt weicher werden und dieser Drive, dieser Punch am Anfang würde verloren gehen. Deswegen sagen wir jetzt dem Kompressor, okay, warte bitte ein bisschen, bis du anfängst zu arbeiten. So erhalten wir die Transienten am Anfang und dieses Knallen, welches für den Punch und auch den Druck in unserem Instrument oder in unserem Schlagzeug sorgt. Es gibt vielfältige Einsatzgebiete für den Kompressor. In der Regel benutzen wir den Kompressor, um verschiedene Signale, die zusammengefügt werden, zu verdichten und zu einer Einheit werden zu lassen. Ein prominentes Beispiel dafür wäre die Gruppe verschiedener Schlagzeuginstrumente. Ich habe jetzt die Kickdrum, ich habe jetzt die Snare Drum, ich habe jetzt meine Ride Becken und die sind alle mit verschiedenen Mikrofonen aufgenommen und werden jetzt auf einer Summe zusammengespielt. Um das ganze Signal einheitlich zu gestalten, benutze ich einen Kompressor. Jetzt füge ich die Signale zusammen. Eine weitere Möglichkeit wäre der Einsatz eines Kompressors auf einer Gesangsspur. Hier würden wir dafür sorgen, dass der Sänger dem Zuhörer quasi auf dem Schoß sitzt. Wir drücken das Signal im Mix nach vorne. Bei allen Anwendungsmöglichkeiten für den Kompressor gilt, weniger ist mehr. Ein Kompressor kann ein Signal sehr stark verfälschen. Hier mal ein paar Soundbeispiele. Hier das Schlagzeug mit Kompression, aber kurzer Attack Time. Und hier das Schlagzeug mit Kompression und passender Attack Time. Es gibt noch weitere kreative Einsatzmöglichkeiten für einen Kompressor. Als erstes fällt mir hier die New York Compression ein. Das ist ein Trick, der zu Deutsch Parallelkompression heißt. Hier geht es darum, dass wir den Kompressor wie einen Zumischeffekt benutzen. Hintergrund ist, dass gewisse Signale, wenn sie zu krass komprimiert wurden oder überhaupt komprimiert wurden, sich nicht mehr natürlich anhören. Beispiel Schlagzeug. Ich habe hier verschiedene Schlagzeugelemente zusammengelegt auf eine Subgruppe. Von der Subgruppe werden wir wieder einen Effektkanal erzeugen. Auf diesem Effektkanal liegt jetzt ein Kompressor. Dieses komprimierte Signal werden wir nun dem Originalsignal zumischen. Wir können jetzt also bestimmen, inwieweit dieses gestauchte, komprimierte Signal dem Originalsignal zugemischt wird. Und damit haben wir auch konkret Kontrolle über unseren Sound. Die zweite Möglichkeit
wäre das Ducking. Ich habe dazu bereits ein Video erstellt, welches ich euch jetzt mal hier oben verlinken werde. Als nächstes hätten wir den Gated Reverb. Auch hierzu habe ich bereits ein Video erstellt, das ihr euch gerne mal reinziehen könnt. Hier geht es darum, dass wir das Klangerlebnis Hall ein bisschen interessanter gestalten und Lead Sounds damit im Raum nach vorne drücken, obwohl sie weiter haben. Ziemlich spannend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr versteht jetzt grob, was ein Kompressor macht. Solltet ihr noch Fragen und Anregungen haben, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.